Moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für KSP 1.6. Und wie angekündigt, werden wir uns heute mit der Raumstation beschäftigen. Ich hatte in der letzten Folge unsere Wissenschaftspunkte ausgegeben und auch schon mal gezeigt, dass wir hier einen Vertrag haben, eine neue Orbitalstation, um Minmus zu bauen. Die Frage kam auch in den Kommentaren, ob ich mal zeigen kann, wie man eine Raumstation baut. Das kann ich natürlich tun und wir werden auch gleich noch einen Schritt weitergehen. Wir bauen auch gleich noch eine Raumstation, die uns in dieser Karriere was bringt. Nämlich eine Raumstation, in welcher wir Forschungsdaten verarbeiten können. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes sollten wir dafür in die Fahrzeugfabrik und wir müssen, das haben wir letztes Mal auch freigeschaltet, das mobile Forschungslabor freigeschaltet haben. Das wird ein relativ elementarer Part unserer Orbitalstation und ich nenne sie jetzt auch einfach mal Orbitalstation 1. Das ist nämlich unsere erste Orbitalstation. So, und beginnen müsst ihr immer mit irgendwas, naja, worin Kerbals leben können, also was die Kontrolle übernimmt. Ich würde jetzt tatsächlich ganz basismäßig eine Kommandokapsel nehmen, weil wir die als Abschluss nehmen können, wo auch relativ gut ein Dockingport drauf passt. Und das könnt ihr euch hier übrigens immer angucken. Wir haben ein paar Vorgaben. Wir müssen nämlich eine neue Station bauen mit Antenne, Andockluke und Stromerzeugung. Das ist relativ wichtig. Na, wir sollen 5 Kerbals darin leben haben können. Wir sollen 10 Sekunden die Stabilität halten und wir sollen die Station in die Umlaufbahn von Kerbeln bringen. Das sind alles so Herausforderungen, die sind machbar. Die erste machen wir jetzt gleich mal, eine Andockluke. Und zwar, hier seht ihr Andockluke Clem O'Tron Junior. Das ist die einzige, die wir im Moment haben. Später zum Bauen natürlich ein bisschen schöner sind große Dockingports. Soweit sind wir aber noch nicht, deshalb wird das auch unsere erste ganz einfache Station. So, wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt baut er wieder ein Raumschiff. Nein, tut er natürlich nicht. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir das Ganze in eine entsprechende Größe bringen, dass wir hier auch wirklich von einer Raumstation reden. Ich nehme den Rocco Max Adapter, den könnt ihr euch farblich so einstellen, wie es euch gefällt. Also den gibt es einmal mit schwarzen Beschleunigungsstreifen und einmal mit weißen. Ich hätte gesagt, wir könnten das zum Beispiel so machen und dann mal gucken, was gleich besser passt. Schwarz oder weiß. Also ich habe jetzt die Kapsel umgestellt auf weiß. Es gäbe noch weiß mit grauen Beschleunigungsstreifen. Ich mache jetzt mal ganz komplett weiß. Dann sieht das auch nicht wie ein normales Raumschiff aus. Ne? So, jetzt haben wir schon mal einen Kerbal Unterkunft. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar habt ihr den Aufbewahrungsbehälter für Anhalter. PPD-10 mittlerweile. Der kann einen Crewbericht durchführen und der witzige Part ist, passen da einfach 4 Kerbals rein. Damit haben wir schon mal die Anforderungen für mindestens 5 Kerbals werden unterstützt, auch erfolgreich gelöst. Und jetzt kommt noch unser Labor ran, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Denn wir wollen natürlich auch ein bisschen Forschung da oben betreiben. Und dann können wir das ganze Ding eigentlich auch schon wieder abschließen. Wir haben jetzt in dieser Größenkategorie noch keine Batterien, das heißt, wir werden das ein bisschen anders machen. Wir nehmen jetzt aus dem Nutzlastbereich uns eine, nehmen wir eine Wartungsbucht oder ein Dienstmodul. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich die Wartungsbucht, aber die ist noch zu klein. Ne? Ich sehe es gerade, es ist noch die kleine Wartungsbucht. Na gut, dann machen wir sie hier dazwischen. So, dann können wir hier nämlich ein paar Sachen noch reinbauen in die Wartungsbucht. Da ist dann nämlich Platz innen drin. Und zwar wären das namentlich auf jeden Fall Batterien und solche Linear-Stabilatoren. Ich glaube, uns reicht ein kleiner. Das müsste eigentlich ausreichen. Davon nehmen wir einfach 2 Stück mit. Und dann nehmen wir von den Akkusatz Z100, beziehungsweise wir können auch die 400er nehmen. Die sind ein bisschen größer. Die passen da gar nicht rein. Lass uns die kleinen nehmen. Lass uns die kleinen nehmen. So, dann nehmen wir einfach ein paar mehr, 4 Stück zum Beispiel, und platzieren die außen rum. Dann haben wir ein bisschen mehr Strompuffer noch und können das Ganze schließen. Ihr könnt hier letzten Endes reinbauen, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch folgende Dinge tun, zum Beispiel mit den großen Batterien. Ich zeige euch das jetzt mal. Einfach hier draußen mit Alt könnt ihr die wieder duplizieren, Sachen ranbauen. Ihr braucht ein bisschen Strompuffer, denn ganz wichtiger Part, ihr habt eine halbe Stunde ungefähr, die ihr immer überbrücken müsst, strommäßig, während ihr im Dunkeln seid. Denn unsere Stromerzeugung wird auf Solarzellen gleich beruhen.
Und das ist natürlich nicht den ganzen Tag gegeben. So, ich mache jetzt hier hinten mal einen Deckel drauf. Ich nehme diesen Adapter 02 von Rocco Max. Normalerweise könnte man hier noch ganz gut einen Docking-Port draufsetzen. Das werde ich jetzt in diesem Fall lassen, weil wir haben den Docking-Port noch nicht und das ist unsere erste Raumstation. Wir müssen später einfach mal eine größere und bessere bauen. So, und dann gibt es ausklappbare Photovoltaik-Module, haben wir mittlerweile. Die könnt ihr beliebig platzieren. Ich empfehle eine Viererverteilung und ich empfehle es irgendwo vielleicht vorne und hinten zu tun. Also einmal zu gucken, dass wir hier so aus dieser Kategorie, zack, und dann kopieren wir die nochmal und packen die hier vorne hin. Das sieht dann nämlich gleich folgendermaßen aus. Ich mache die gleich mal auf für euch. Wenn wir nachher die Raumstation haben, können wir die so benutzen. Und jetzt habe ich mich auch ein bisschen selber getrollt. Ich mache mal hier eine Zweifachverteilung. Zack. Und ich drücke einmal. Ne, wir machen es so. So, zack. Und noch eine Zweifachverteilung. Damit die nicht exakt im gleichen Winkel stehen wie die vorderen Blätter. Da seht ihr nämlich, wenn jetzt Sonne von vorne käme, dann würden die sich nicht gegenseitig beschatten. Ne? Also deshalb kommt aufs Gleiche raus, ist aber ein bisschen anders gebaut. Und die Dinger sind ein- und ausfahrbar und werden für unseren Strom sorgen. Die Dinger sorgen ganz gut für Strom, also die erzeugen 1,6 Strom pro Sekunde. Das variiert je nachdem natürlich, wie gut sie der Sonne ausgesetzt sind und wie nah ihr der Sonne seid. Aber das passt erstmal. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile eine Andockluke, Stromerzeugung, mindestens 5 Kerbels, 10 Sekunden lang die Stabilität kommt erst noch und im Umlaufbahn müssen wir es auch noch bringen. Was uns jetzt also noch fehlt, ist eine Antenne. Gibt es verschiedene Varianten. Also ihr könnt jetzt natürlich als Antenne die Kommutron 16 nehmen. Die hat verschiedene Reichweiten, also direkt 500 km, also 500.000 Meter oder auch 500 Kilometer. Was normalerweise für einen Orbit ganz gut reicht. In Verbindung mit einem Stufe 2 Netzwerk, was wir auch schon haben, sind es 158 Millionen Meter, also 158 1000 Kilometer. Das ist schon relativ gut. Und hat eine Paketgröße von 2 Mits und eine Bandbreite von 3,3 Mits pro Sekunde. Das heißt, wie schnell kann es Daten übertragen? Und da seht ihr schon, das unterscheidet sich hier. Die andere Antenne, die Hochleistungsantenne HG5, hat eine etwas höhere Bandbreite, kann also 5,7 Mits pro Sekunde übertragen. Das ist für uns relativ interessant, denn wir werden von diesem Labor, wie das gleich funktioniert, zeige ich euch, wie gesagt, noch, in regelmäßigen Abständen gewisse Wissenschaftsdaten runterfunken wollen. Und das ist cool, wenn das schnell geht. Das heißt, wir nehmen eine von den Hochleistungsantennen. Und jetzt könnt ihr euch einen freien Platz suchen, wo ihr die gerne anbauen wollt. Das ist am Ende ist es gehüpft wie gesprungen, wie ihr das macht. Ich werde das jetzt unter die Kapsel packen. Und zwar so rum. Ja, da passt das leider nicht. So. Wichtiger Part ist hierbei, obwohl, das machen wir lieber nicht, dann sperren wir uns nachher vielleicht noch den Docking-Port. Wichtiger Part ist hierbei einfach zu gucken, dass die Antenne relativ Platz hat zum Ausklappen. Also auch ruhig mal testen. Die ausgefahrene Antenne sollte sich nicht mit dem ausgefahrenen Solarmodul treffen und sich auch nicht direkt irgendwie kollidieren. Wie ihr das macht, ist egal. Es geht auch wunderbar, wenn ihr sagt, ihr nehmt diese Antenne irgendwo hin. Die ist dann auch ausfahrbar. Ne? Die sieht dann so aus nachher. Und ehrlich gesagt, wenn ihr jetzt sagt, oh nee, designtechnisch ist aber das hier eher mein Wunsch, dann ist auch das Kommutron 16S völlig in Ordnung. Ihr seid in der niedrigen Umlaufbahn. Alle diese Antennen werden eine Verbindung zu Boden herstellen können, solange ihr nicht über die 500 Kilometer Höhe geht mit eurer Raumstation. Und alle diese Antennen werden eine annehmbar schnelle Kommunikation gewährleisten. Völlig verrückt, oder? Gut. Sehr schön. So, jetzt haben wir mehr oder weniger unsere Raumstation mit ihren Anforderungen fertig. Wichtig ist natürlich, Solarpaneele und sowas alles einzuklappen, während ihr in der Gegend rumfliegt. Jetzt müssen wir das Ding natürlich noch nach oben bringen. Und das ist jetzt schon ein ganz ordentliches Gewicht. Also wir haben jetzt 7,6 Tonnen zu transportieren. Die sollten wir jetzt natürlich auch noch ordentlich verpacken. Was sich empfiehlt bei solchen Bauten, ist auf jeden Fall zu gucken, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Schutzummantelung. Ihr kennt sie als Fairings, falls ihr schon mal Raketenstarts geguckt habt. Hier nennt es sich Schutzummantelung oder aerodynamische Schutzummantelung, sowas zu benutzen. Wie funktioniert der ganze Spaß? Also als allererstes werdet ihr mal einen Entkoppler brauchen. Ich nehme jetzt mit Absicht den Entkoppler, den ich eh noch testen muss.
Ist das eine gute Idee? Doch, das ist eine sehr gute Idee. Dann kann ich die nämlich in einem Orbit absetzen, der mit meiner Mission korreliert. Ich habe hier nämlich immer noch diese vergessene Mission auf 170 bis 180 Kilometer Höhe, diesen Entkoppler zu testen. Hervorragend, wir können ihn endlich testen. So, ich nehme jetzt diesen Entkoppler ganz bewusst. Deswegen, ihr könnt natürlich auch einen etwas größeren nehmen, den 1,8. Also das korreliert immer mit den, das ist der 1,25 Meter, das ist der 1,80,75 Meter Adapter. So, warum nicht größer? Also wir haben mittlerweile auch die 2,5, also 2,5 Meter Adapter. Warum nicht größer? Wir haben noch keine größeren Fairings und ihr wollt natürlich, dass euer Fairing auch diesen Adapter mit umfasst. So, das Fairing, wenn man das anbaut, so, also ich habe es gerade angesetzt, dann beginnt der automatisch mit dem Bauen. Mit Rechtsklick könnt ihr es abbrechen, müsst ihr aber nicht. Wollt ihr wieder anfangen, könnt ihr Rechtsklick drauf machen, Verkleidung bauen und könnt hier jetzt das Ding erstmal in eine Breite ziehen, dass da hoffentlich alles reinpasst. Das ist so ein bisschen Übungssache, müsst ihr mal gucken, um wie viel Zeug müsst ihr rum. Auf jeden Fall sollte das sicher verpackt sein und dann könnt ihr das einfach mit der Maus nach oben scrollen. Immer wenn ich links klicke, geht die nächste Stufe. Und mit dem Maus verschieben könnt ihr quasi das Ganze dann auch wieder zusammenpacken. Das hat ein paar nette Features. Also normalerweise macht man das einfach so. Puh, fertig. So, ich mache jetzt aber mal bearbeiten. Zack. Was auch geht, ihr könnt das nämlich ansetzen. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ich habe was, was oben schließt, also zum Beispiel eine Spitze hat, ihr wollt zum Beispiel eure Kapsel so rausgucken lassen, dann könnt ihr da an die Basis rangehen und dann geht es hier mit, wenn es blau wird, mit Verkleidung schließen, linke Maustaste, könntet ihr das auch rausgucken lassen. Okay, also das Fairing muss nicht zu sein. Ich mache aber jetzt komplettes Fairing, weil vorne ist ein Docking-Port drauf, der ist nicht unbedingt aerodynamisch. So, und dann habt ihr was, das kennt ihr schon so ein bisschen aus anderen Raketen wahrscheinlich. Ihr kennt das von den Falcon 9, ihr kennt das sicherlich von der Ariane und. Also eigentlich ein sehr beliebtes Ding in der Raumfahrt, denn das typische Teil, was im Orbit bleibt, zum Beispiel ein Satellit, ist nicht besonders aerodynamisch und würde auch sehr viel Wind ausgesetzt sein während dem Start. Deshalb wird es in diesen Nutzlastverkleidungen oder hier heißt es aerodynamische Schutzummantlung. Einigen wir uns auf Fairing, okay? Ich werde öfter Fairing sagen wahrscheinlich. Gepackt und dann sind die Sachen schon mal sicher. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ganz, ganz klassisch eine Rakete, mit der wir das Ding in den Orbit schießen. Und da können wir gleich mal gucken, was geben unsere Triebwerke mittlerweile her. Wir haben ein paar Variationen mittlerweile. Wir haben das Pudeltriebwerk, das kann ich hierfür relativ gut empfehlen. Das ist auch sehr leistungsfähig. Das ist ein schönes Upper Stage Triebwerk. Und ich zeige euch jetzt mal eine relativ einfache Upper Stage. Und zwar nehmt ihr einfach das, also die FLTX, das sind diese 1,8er Größen. Nehmt eine schöne 1,8er Größe für die Upper Stage. Und jetzt passt mal auf, selbst diese kleine. Wir passen das gleich noch an. Diese kleine Geschichte hat schon 1122 Delta V, also Meter pro Sekunde Delta V, und immer noch ein Schubgewichtverhältnis von 1,58. Das brauchen wir, das haben wir aber schon gelernt. Auf der Upper Stage muss das gar nicht zwingend größer als 1 sein, sondern wir können da noch ein bisschen übertreiben. Was wir jetzt mal machen, ist, wir nehmen noch einen zweiten Part mit rein. Ich habe leider auf diesem Größenverhältnis keine größeren Tanks zur Verfügung. So, und jetzt packen wir den hier mit ran. Und ich hätte schwören können, der hat eine andere Variante noch. Das ist ja ärgerlich. Der hat keine andere Variante. Dann machen wir das gleich ein bisschen anders. Ich hatte gedacht, wir können den ein bisschen runterstellen. Aber der Rotlux passt hier ran. Guck mal, dann nehmen wir doch den Rotlux, würde ich sagen, oder? Was hat der für eine Effizienz? Nicht ganz so effizient, reicht aber auch für unsere Verhältnisse locker aus. Oh, viel zu viel Schub. Viel zu viel Schub. Da können wir noch ein bisschen größer bauen hier oben. Zack. So, geben wir ihm noch eins mit. Okay, also das Pudel braucht leider eine etwas größere Antriebsstage. Leider. Wo mich das Pudel interessiert. Wir fliegen mit dem Pudel, kommt. Das ist ineffizient. Wir machen keine ineffizienten Sachen. Wir können effizienter arbeiten. Und zwar, was wir machen können, ist, wir können einfach sagen, wir nehmen einen großen Adapter. Ich hoffe, ich treffe jetzt die richtige Größe. Es müsste der A215 sein. Ja, es ist der A215. Also wir nehmen Adapter auf die große Größe. Mit dem FLA215 geht ihr von dem 1,8er Tank auf die 2,5er Größe. Und das Teil hat auch den großen Vorteil. Es ist tatsächlich schon in der richtigen Optik gehalten. In der richtigen Optik gehalten, sage ich schon. Es ist Treibstoff drin. Darauf wollte ich hinaus. Meine Güte. Ich bin verwirrt. So, dann kommen da die Antriebe ran. So, und jetzt seht ihr, wir haben 2108 Meter pro Sekunde Delta V. Das ist,
bisschen mehr als der halbe Orbit. Also eine sehr, sehr effiziente und kraftvolle Upper Stage, mit der wir arbeiten können. Und unter die packen wir jetzt den 2,5er Entkoppler drunter, packen das einmal ein. Leider ist das weiß, also stellen wir das einfach auf weiß zurück. Wir fliegen weiß, schade. Aber ihr seht, es gibt verschiedene Farbvarianten. So, und jetzt nehmen wir den großen X232 Rocomax Tank. Den nehmen wir mal mindestens zweimal. Ich glaube, wir können den sogar dreimal nehmen, aber das muss ich jetzt einmal testen. Und wir nehmen das Skipper-Triebwerk. Das müsstet ihr mittlerweile auch haben durch die großen Freischaltungen. Und dann seht ihr schon, Mensch, mit dem Skipper-Triebwerk auch nochmal unten drunter sind wir jetzt bei 1,07 auf Meereshöhe nur 0,93. Also wir haben nicht ganz positive Thrust-Weight-Ratio oder Schub-Gewicht-Verhältnis. Das heißt, wir kommen nicht ganz weg. Aber insgesamt haben wir eigentlich schon alles zusammen, was wir brauchen. Denn wir brauchen eigentlich eher so 3.400, 3.500, wenn wir es gut fliegen, in den Orbit. So, das Ganze werden wir jetzt durch ein paar Booster noch unterstützen und durch ein paar kleine Schwingen. Ich finde die aus Optikgründen einfach wirklich immer gut und sie helfen auch ein bisschen mit dem Drag umzugehen. Ihr könnt natürlich auch die steuerbaren Teile nehmen. Ich baue jetzt einfach mal die kleinen an, weil die ein bisschen subtiler sind. So, und was wir jetzt machen, wir machen jetzt ein seitliches Staging noch fertig mit zwei Boostern und die bauen wir so, dass sie quasi quer. Ihr seht, da vorne ist das Launchpad, so stehen wir nachher auch. Wir bauen das quer, weil wir kippen mit dem Gravity Turn, falls ihr euch noch den erinnert, kippen wir mit der Nase in diese Richtung. Das heißt, es macht für uns total Sinn, dass nicht eine Rakete über und unter uns ist, weil wenn wir die wegstagen, nachdem wir den Gravity Turn gemacht haben, hat der untere Booster sonst die Tendenz, in uns reinzuknallen und das wollen wir nicht. So, und wir haben mittlerweile die großen, also die wirklich großen Booster, die Rückstoßbooster SRB KD25K. Und wenn ihr jetzt fragt, was meint ihr damit richtig groß? Ich meine so groß, so riesengroß. Das sind echt Brecher, die Dinger. Wichtig ist hier, packt auf jeden Fall obendruf irgendeine Spitze. Ihr könnt diese Spitzenspitzen nehmen oder ihr könnt die Runden, die ich schon mal woanders benutzt habe. Ich nehme jetzt mal die Spitzenspitzen. Packt die rein und Rechtsklick, Autostrebe gegen das schwerste Teil. Macht das unbedingt. Genauso könnt ihr auch hier nochmal einen schweren Tank nehmen und den Autostreben gegen das Verankerungsteil. Das hilft auch. Und was wir jetzt machen, ist, wir packen dieses Triebwerk und die Booster in die gleiche Stufe rein. Dann kommt die Boosterabtrennung und dann kommt die Abtrennung unseres Upper Stage Triebwerks. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir damit wirklich auch auf Meereshöhe ein gutes Schub-Gewichtsverhältnis haben. Das könnt ihr noch anpassen auf ungefähr 1,5. 1,62 ist aber auch in Ordnung, indem ihr hier mit der Schubbegrenzung arbeitet. Ich lasse es jetzt mal auf 1,62, einfach um zu zeigen, dass das keinem wehtut. Die brennen dann 63 Sekunden. In dieser Zeit machen wir die ersten 1352 Meter pro Sekunde. Beziehungsweise ein bisschen mehr, weil wir in Höhe gewinnen. Dann koppeln wir die ab und bis dahin wird auch schon unser Triebwerk hier in der Mitte ein bisschen Treibstoff rausgebrannt haben. Das ist der große Vorteil, dass wir sie beide gleichzeitig zünden. Und dann sind wir mit einem Posi, also über 1 Schubgewichtsverhältnis. Das heißt, wir beschleunigen weiter. Wir können auf unserem Abtriebsstrahl quasi, Abgasstrahl stehen und damit weiterarbeiten. Okay. So, ich klappe das mal ein. So viel zur Rakete. Wir machen da jetzt noch eine lustige Startrampe ran, denn die ist jetzt schon ein bisschen größer. Da könnt ihr auch ruhig 4 von den Dingern nehmen. Über den Flösschen schaden die auch nicht. Und dann ziehe ich persönlich mit Shift, könnt ihr immer die ganze Rakete nehmen, wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann linke Maustaste, ganze Rakete runterziehen. Und dann nehmen wir noch die Startrampe auf die gleiche Stufe wie die Triebwerke. Und dann war es das schon. So. Was ich jetzt aber noch machen werde, wir werden gleich das Personal mit hochnehmen. Und wir wollen jetzt nicht unsere tollen Piloten da alle verbrauchen für, sondern wir klicken jetzt hier unten mal auf zum Astronautenkomplex. Und was wir jetzt mitnehmen wollen, sind auf jeden Fall zwei Wissenschaftler, die wir uns jetzt neu anheuern. Die kosten ein bisschen Kohle, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben ganz gut Geld mittlerweile. Und wir holen uns zwei Wissenschaftler und schicken die zusammen mit dem Metris, den wir gerettet haben, als Piloten rauf. Die sind dann die neuen Bewohner der Raumstation. Denn ganz wichtig, die Raumstation muss 5 Kerbals unterstützen, aber es müssen nicht 5 Kerbals darin wohnen. Und für uns wohnen jetzt erstmal 3 Kerbals da drin. Der Metris wird das Ganze fliegen und die beiden Wissenschaftler setzen wir in das Forschungslabor schon mal rein. Da sollen sie nämlich später auch arbeiten und da können die dann ihrer Arbeit nachgehen. So, prüft noch ein letztes Mal euer Staging und dann fliegen wir den Hobel hoch in Richtung Orbit, um unsere Mission zu erfüllen.
Das wird relativ simpel eigentlich werden oder sollte eigentlich relativ simpel werden, wenn ich keine Fehler reingebaut habe. Das Gewicht der Station ist nämlich jetzt noch überschaubar. Mit T schaltet ihr das SRS an. Das haben wir natürlich auch schon mit ein paar Funktionalitäten, weil der Mattress hat ja schon einen Stern. Und dann wird ganz normal mit dem Staging gezündet. Guckt, dass ihr auf Vollschub seid. Ansonsten ist Z euer Vollschub und los geht's. So, ich gucke jetzt nochmal. Unser Zielorbit wird irgendwo so auf 170 bis 180 Kilometer Höhe liegen. Einfach deswegen, weil ich dort noch was zu erledigen habe mit meinem Decoupler. Und wir lassen uns wieder steigen. Und wenn ihr so ungefähr 100 Meter pro Sekunde habt, könnt ihr mal so ganz leicht auf diesen ersten inneren Ring kippen mit eurer Nase. So, und sobald das Ding hier ein bisschen rübergewandert ist und ihr einen Ein-Sterne-Pilot habt, könnt ihr einfach auf rechtläufig oder Prograde drücken. Und jetzt wird euer Pilot nämlich, das ist das, was ich immer schon mal erwähnt hatte, ich mache jetzt gerade nichts, ihr hört ja sonst immer mein Geklicke, nach und nach den Gravity Turn für euch fliegen, also die Nase langsam rumziehen. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ich kann jetzt gerade damit leben, dass wir einen relativ steilen Steigwinkel haben, weil ich relativ hoch möchte, in einen relativ hohen Orbit. Und wir auch große Treibstoffreserven haben. Und wir wollen ja nirgendwo mehr hin heute, sondern wir wollen wirklich nur in den Orbit fliegen. Von daher ist das völlig in Ordnung. Wir sehen, die Feststoffbooster sind jetzt gleich alle. Dann können wir einmal das Staging aktivieren. Dann sprengt es die hoffentlich sauber weg. Das hat sehr gut geklappt. Die fliegen jetzt gleich ineinander und explodieren wahrscheinlich. Na, sie haben sich noch dagegen entschieden. Na gut, heute wird noch nicht explodiert. So, und ihr seht, die Nase drückt langsam weiter rum. Und wir lassen das Triebwerk einfach brennen und beobachten jetzt mal das Ganze. Ich ziehe jetzt tatsächlich mal händisch ein bisschen weiter runter. Wir sind schon ganz gut auf Höhe mittlerweile. Und wir wollen ja auch noch Geschwindigkeit kriegen. Also Höhe sieht schon mal gut aus. Ich gehe jetzt irgendwie so auf um die 20 Grad. Eigentlich würden auch 10 reichen, ehrlich gesagt, bei der Höhe, die wir schon haben. So, und beschleunige das jetzt weiter raus. Mit dem Ziel, schon mal Geschwindigkeit aufzunehmen und natürlich dann auch auf die entsprechende Geschwindigkeit zu kommen. So. Jetzt fliegen wir das erstmal orbitalmäßig zu Ende und parken die Kiste in dem Orbit ein, in dem wir sie haben möchten. Ich werde jetzt so auf ungefähr 175 Kilometer hochgehen. Das liegt genau zwischen den Parametern, die ich angestrebt habe für unsere kleine Mission. Um den Decoupler noch zu testen. Und dann haben wir es auch gleich schon größtenteils für den Orbit geschafft. Denn wir bauen, wie ihr seht, währenddessen auch schon ganz gut Geschwindigkeit für den Orbit selber auf. So, relativ Standardverfahren. Keine Angst, nur weil ihr da mal eine größere Last habt. Dann ist natürlich irgendwann mal die ganze Geschichte hier alle. Ich ziehe jetzt mal das Fairing eins tiefer. Wir sind jetzt schon aus der Atmosphäre locker raus. Ich mache jetzt das Fairing auf. Ihr seht, da fliegt ein Haufen Flitter weg und dann kommt das Staging auf die nächste Stufe mit Antrieb und wir fliegen weiter, jetzt etwas effizienter und mit etwas weniger Schub, aber wir sind auch mittlerweile sehr viel leichter und bewegen unsere Nutzlast jetzt in den Zielorbit, den wir ja angestrebt haben, mit 175 Kilometer Höhe. So, sobald wir das haben, einmal kurz mit X den Antrieb aus und jetzt coasten wir ganz gemütlich in Richtung unserer Apoapsis, um da den Orbit zu zirkularisieren. Ihr seht, wir haben 2062 Delta V oder Meter pro Sekunde Delta V noch übrig. Alles ist richtig, richtig gut. Also da haben wir noch sehr, sehr viel Platz übrig. Und an irgendeinem Punkt könnt ihr euch überlegen, dass ihr eure ganzen Solarmodule ausfahrt. Das kann man jederzeit jetzt auch schon machen. Oder ihr macht das ein bisschen später. Wichtig ist, dass ihr es tut, bevor euer Strom alle ist. Und wie ihr seht, drehen die sich von ganz alleine, ohne dass ihr was machen müsst, in Richtung der Sonne, um sich dort Strom zu holen. Und immer wenn ihr mit Rechtsklick auf so ein Solarmodul raufgeht, seht ihr dann auch, das hat jetzt eine Sonneneinstrahlung von 0,97. Also nicht ganz perfekt, 1,0 wäre perfekt, aber es ist nah dran und wir kriegen relativ gut Licht. Hier zum Beispiel seht ihr, weiter hinten ist es nicht ganz so gut, weil die halt im Teilschatten liegen. Das liegt sogar komplett im Schatten hinterm Forschungslabor. Aber deshalb haben wir auch mehrere Solarpaneele, dass irgendwas immer in der Sonne ist. Wir können auch die Antenne schon mal ausklappen. Irgendwo hier hatte ich sie. La la la. Oh nein, ich habe nicht alle Antennen abgebaut, oder?
Ich habe nach der Demo alle Antennen abgebaut. Wenn euch das passieren sollte, einfach den Flug zurücksetzen. Auf den Fahrzeug bauen. Wir üben den Start jetzt auch nochmal. Ihr seht, solche Vergesslichkeitssachen können auch mal passieren. Und dann können wir gleich noch was anderes machen. Sehr schön. Ich habe euch alle Antennen gezeigt und habe danach sogar meine Antenne, die ich verwenden wollte, wieder mit abgebaut. Sehr gut von mir gemacht. Sehr gut von mir gemacht. Ihr seht, das ist natürlich alles nur zu Demonstrationszwecken. Also, Antenne. Wichtig. Antenne anbauen. Antenne wirklich mitnehmen. Das ist nämlich eine Anforderung an diese Mission. Und wo wir gerade schon mal hier sind, was ihr natürlich noch machen könnt, an diese Wissenschaftsstation, tatsächlich Experimente noch mit anbauen. Ich nehme jetzt mal von jedem Experiment eins mit. Warum, werdet ihr gleich sehen. Zack. Zack. Und zack. Sehr schön. Schön selber getrollt durch Vorzeigen. Und wir nehmen auch noch so einen Science Junior mit. So, dann müssen wir einmal das Fairing editieren. Das heißt, das Schöne ist, wir müssen es jetzt nicht neu bauen komplett, sondern nur Verkleidung bearbeiten und können na, mit Rechtsklick eine Stufe zurückgehen. So, und entsprechend unseren Winkel da anpassen. So, und dann bauen wir das Ganze nochmal direkt in den Orbit hoch. Kontrolliert bei sowas nochmal, ob eure Crew sauber wieder mitgekommen ist, damit wir die auch wirklich mitnehmen. Sonst sind die eventuell weg. So, nochmal speichern das Ganze. Und dann ein neuer Start. Ein neuer Start. Nochmal getestet. So. Schön die Antenne vergessen. Ganz hervorragend. Aber ihr seht, sowas passiert. Also, wenn ihr wollt, schreibt euch kleine Checklisten auf. Dann müsst ihr vor lauter erzählen, nicht wie ich, vergessen, eure entsprechenden Sachen mitzunehmen. So, ich gehe jetzt ein bisschen aggressiver in den Gravity Turn rein, weil so stark ging der gar nicht rum. Das war ganz okay. Die Rakete hat relativ viel Schub, deshalb geht der Gravity Turn da dann doch relativ schnell vonstatten. Oder relativ langsam vonstatten, Entschuldigung. Weil die Rakete sich eben dadurch sehr in so einen Luftkanal reinzieht, sobald sie eine gewisse Geschwindigkeit hat und nicht mehr ganz so schnell dreht, wie das eigentlich der Plan wäre. So. Wir lassen sie jetzt wieder auf ihren Feststoffboostern gemütlich brennen und kippen dabei währenddessen auf die 45 Grad hoch. Ziel von so einem Gravity Turn ist eigentlich immer, dass ihr eigentlich die 45 Grad Neigung bei ungefähr 10 Kilometer Höhe habt. Und das halt nicht ruckartig, weil eure Raketen sonst zerbrechen oder rüberflippen. Das ist ein bisschen eine Übungssache, wird aber mit der Zeit immer besser. Und wie gesagt, bei ganz vielen Raketen ist es einfach auch nicht so super wichtig, dass das auf den Millimeter genau klappt, sondern es ist völlig ausreichend, wenn ihr normal weiterfliegt. Ihr seht, wir haben hier jetzt auch schon die ersten Hitze- und Schalleffekte auf der Rakete drauf, weil wir diesmal ein bisschen flacher rausgehen und die Rakete natürlich immer noch sehr, sehr schnell ist. Das ist nicht übermäßig effizient, also man könnte jetzt auch ein bisschen Schub rausnehmen, aber ich lasse einfach laufen, weil wir machen das gerade das zweite Mal und soll ruhig gerne schnell gehen. Und wir haben natürlich auch völlig ausreichende Treibstoffreserven, das wissen wir auch, um nachher ganz gemütlich in den Orbit zu kommen. Sobald wir auf etwa 35, müssen das sein, Kilometer Höhe sind, schaltet der hier um auf die Umlaufbahn. Dadurch geht euer Näschen noch mal ein bisschen weiter runter, ist aber auch weiterhin kein Problem. Und ihr könnt jetzt gemütlich in den Orbit hoch daddeln. Wir sind ein bisschen abgewichen, also haben jetzt so einen nicht ganz äquatorial Orbit. Das kann man ausgleichen, indem man jetzt ein bisschen hier rüber pitcht. Also diesen gelben Böbel wieder versucht auf die 90 Grad zu bringen. Oder man lässt es einfach so. Also beides ist kein Weltuntergang insgesamt. Je mehr ihr natürlich vom Äquatorialorbit abweicht, umso schwieriger, also im Sinne von ihr braucht mehr Delta V, ist es natürlich, dorthin zu kommen. So, Ziel jetzt wieder auf die 175 Kilometer hochzukommen. Gleiches Spiel nochmal. Wir machen das natürlich nur deswegen zweimal, damit ihr das ausreichend üben könnt. Nicht, weil ich was vergessen hätte. So, bei 175 Kilometer einfach abschalten und wir können jetzt, wie gesagt, schon mal. Wir sind im Weltall angekommen, unser Fairing wegsprengen und nochmal die ganzen Solarmodule wieder gemütlich ausfahren. In der nächsten Folge versuche ich auch mal daran zu denken, euch zu zeigen, was Action Groups sind, wie die so funktionieren. Damit kann man sich nämlich auch eine Taste belegen, damit man das Ein- und Ausfahren von allen Solarpanelen gleichzeitig machen kann, auf einer Taste. Total abgefahrenes Konzept. Habe ich jetzt aber nicht mit dabei. So, und diesmal machen wir auch die Antenne auf. Denn ich habe sie diesmal ja
auch mitgebracht. Hervorragend. So, das heißt, wir haben jetzt auch eine sehr gute Funkverbindung. Wissenschaft kann übertragen werden. Und wir bringen uns jetzt mal noch in den Orbit. Das heißt, ich warpe uns jetzt mal mit dem Zeitraffer vor auf die 175 Kilometer Höhe. So, und auf den 175 Kilometer Höhe werden wir jetzt gleich unseren Orbit zirkularisieren. Dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr als nur dieses Triebwerk, denn der Sprit ist jetzt alle. Aber wir haben ja zum Glück noch ein bisschen mehr Treibstoff mit dabei. Genau. Das ist jetzt eigentlich wie ein Orbit in niedriger Umlaufbahn zirkularisieren. Wir können ein bisschen Licht anmachen, dann sieht man auch im Dunkeln unsere ganze Chose ein bisschen besser. Und nach einer kurzen Brennzeit noch, seht ihr, bekommen wir dann auch unseren Orbit. Den versuchen wir jetzt ungefähr kreisförmig hinzubekommen. Der ist immer ungefähr kreisförmig, wenn dieser Flip passiert. Es passiert gleich ein Austausch zwischen Apo und Peri. Pass mal auf, wenn ich jetzt den Schub oben lasse, beginnen die sich halt auszutauschen seitenmäßig. Und dann habt ihr eigentlich immer einen ganz guten Orbit beisammen. So, guck mal, ich habe jetzt 170, 171 zu 178. Das entspricht genau den Spezifikationen unseres geforderten Orbits. Und was ich jetzt mache, ist hier unseren Test durchführen, also quasi entkoppeln. Da ist noch super viel Treibstoff drin. Das ist eine heftige Verschwendung. Man könnte mit dem Ding noch sonst wohin fliegen, aber ich muss ja meinen Test machen. Testmission erfolgreich. Wir sind ab jetzt wehrlos im Weltraum, schweben da jetzt rum und haben unseren ersten richtig guten Weltraumschrott erzeugt. So, der Bau unserer Orbitalstation ist damit abgeschlossen und wir haben auch endlich mal diese unsägliche TD-12-Entkoppler-Mission erledigt. Jetzt wollte ich euch aber noch was zeigen. Ich habe euch nämlich erzählt, Mensch, man kann noch was anderes machen und zwar mit diesem Labor. Wenn ihr jetzt diese Experimente nehmt und nochmal macht, erinnert euch, die haben wir natürlich alle schon erledigt, dann gibt es jetzt einen neuen Knopf. Ihr würdet sehen, wenn wir den zurückbringen, gibt das nur 2,3 Wissenschaft. Wir können aber stattdessen auch sagen, wir nehmen diese 12 Datenpunkte in 60 Wissenspunkte. Dann dauert das eine Weile mit Strom, dass die im Labor forschen. Nach 92 Tagen haben wir 60 Wissenschaftspunkte. Das heißt, wir kriegen so, ich nenne es mal nicht, es ist dann quasi nicht Damage over Time, es ist Wissenschaft over Time. Das heißt, wir können jetzt das hier einspeichern und haben das schon mal. Auch hier, die Druckdaten können wir nochmal protokollieren. Auch hier werden wieder 75 Wissenspunkte draußen. Je mehr wir jetzt reinstopfen ins Labor, umso mehr Wissenschaftspunkte können wir aus der ganzen Sache rausziehen. Und das funktioniert mit jedem Experiment. Deshalb habe ich auch alle mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt den Schleim drin, wir haben jetzt das Barometer mit drin, wir haben das Thermometer mit drin. Wir können jetzt auch noch den Science Junior uns angucken und den Frachtraum beobachten. Diese Materialuntersuchung gibt auch sehr, sehr viele Wissenschaftspunkte, deutlich mehr, als wir durch die Wissenschaft an sich bekommen würden. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Crewbericht. Und wenn ihr euch fragt, funktioniert das denn auch mit einem EVA-Bericht? Na klar, sowas von. Also wir können auch einen EVA-Bericht nehmen, den mit reinnehmen. Also wenn ihr den gespeichert habt und mit reingeht, ist der in der Kapsel drin. Dann findet ihr hier unter gespeicherte Daten und die könnt ihr auch wieder in das Labor reinschieben. So, wenn ihr jetzt einen Rechtsklick auf das Labor macht, dann seht ihr, dass in diesem Labor mittlerweile 84 von 750 möglichen Datenpunkten gespeichert sind und wir pro Tag 0,9 Wissenschaftspunkte erzeugen. So, wir können damit übrigens auch Experimente entfernen, ist nichts Schlimmes, das säubert einfach unsere Experimente hier wieder. Das ist das, was Wissenschaftler per Hand auch machen können. Das heißt, ein Labor an einer Rakete oder einer Raumstation kann diese Dinge auch immer wieder resetten. Das heißt, der mysteriöse Schleim, der ist jetzt wieder fit. Seht ihr, der hat sich wieder zugeklappt, der kann wieder benutzt werden. Und genauso auch der Science Junior wird jetzt wieder fertig gemacht. So, was wir jetzt noch drücken müssen natürlich, ist, um mit der ganzen Geschichte vorwärts zu kommen. Ja, das ist einmal fertig. Und wir können jetzt Forschung starten, sagen. Und ihr seht, jetzt verbrauchen wir pro Sekunde 5 Wissenschaftspunkte, oh Gott, oh Gott, 5 Strompunkte. Und deshalb sagte ich, baut euch einen gewissen Batteriepuffer ein. Denn ihr seht, wir werden jetzt eine Weile brauchen, während wir durch die Nacht gleiten. Und währenddessen kommt natürlich kein neuer Strom rein, sondern der kommt erst wieder rein, wenn wir hier drüben in die Sonne wieder eintreten, also in die Sichtseite der Sonne oder in die Sonnenseite von Kirmen. Erst dann bekommen wir wieder Strom. Und ihr seht jetzt, unser Strompuffer hat uns ganz gut durch die Nacht gebracht und muss jetzt tagsüber wieder aufladen.
und bringt uns somit dann die Möglichkeit, dass wir rund um die Uhr 24 Stunden immer wieder Wissenschaftspunkte generieren. Und ihr seht, die ersten 0,028 Wissenschaftspunkte sind generiert. Später wird es so sein, dass wir dann mit Rechtsklick hier drauf über Wissenschaft übertragen, die Daten runterfunken können und diese Wissenschaftspunkte dann erhalten. Das heißt, ihr habt jetzt eine Orbitalstation, an der kann man auch schon andocken hier oben. Das habe ich deswegen gemacht, damit wir mit späteren Missionen Wissenschaftspunkte von Minmus und so weiter hier noch herbringen können oder vom Moon, um die auch zu erforschen und könnt über dieses Labor mit der Zeit ziemlich viel Wissenschaft generieren. Dafür erstmal ganz praktisch. Und hilft uns gerade im Endgame auch diese immer höheren Wissenschaftsanforderungen zu erfüllen. So viel damit heute erstmal zum Thema Raumstation. Unsere erste Raumstation ist noch nicht die hübscheste aller Zeiten und noch nicht die modularste aller Zeiten, aber die Salyut war auch nicht besonders toll, um es mal so zu formulieren. Und wir werden in der nächsten Mission uns, denke ich mal, in Richtung Minmus bewegen und auch versuchen, unsere Minmus-Mission so zu gestalten, dass wir danach hierher wieder Wissenschaftsdaten bringen können aus unserem ersten Minmus-Flyby, um die mit unseren Forschern im Labor zu erforschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.